Die drei schlimmsten Rechenfehler, die Selbstständige bei ihrer Preiskalkulation machen. Ihr solltet heute auch was mitnehmen. Ja, gerade die Jungen unter euch sollten gleich richtig denken, sollten gleich die richtige Kalkulation machen und schauen, ob das funktioniert, bevor man einfach mal anfängt und dann halt so arbeitet und irgendwann fragt man, du, was nimmst denn du so? Was kriegst denn du so für die Arbeit? Ja, ich nehme irgendwie, keine Ahnung, Betrag X. Und dann sagt er, ja, woher weißt du das? Ja, das nehme ich, weil der andere Kollege mir das gesagt hat. Und der andere nimmt das auch. Und ach so, ja, dann wird schon stimmen. Also das ist ja so der Prozess, der da passiert. Also die drei schlimmsten Fehler, die am Ende nicht nur einen selbst, sondern alle anderen auch wahnsinnig viel Geld kosten. Stellt euch vor, an die Anwälte, wenn einem im Preis runtergeht, verlieren alle. Fehler Nummer eins. Die meisten unterschätzen die eigenen Ausgaben. Und zwar die privaten Ausgaben. Wir haben ja auch Live-Seminare, in denen wir immer wieder Teilnehmer haben, die dann mit ihren Unterlagen kommen und dann ihre Zahlen durchrechnen, damit sie gucken, ob das funktioniert. Und da kenne ich jetzt schon einige Zahlen. Das sind ziemlich viele Zahlen inzwischen, die ich gesehen habe. Und wir haben immer festgestellt, dass die meisten Teilnehmer, also fast eigentlich alle, sagen wir mal wirklich fast alle Teilnehmer, ihre privaten Kosten und Ausgaben, die sie im Monat so raushauen, unterschätzen, und zwar um 20-30%. Das ist ein empirischer Wert, das erzähle ich nicht hier. Das ist wirklich so, wir konnten das nachrechnen. Und es liegt einfach daran, wenn man sagt, hey, wie viel Kosten hast du im Monat? Sagt er, naja, roundabout 1.500, 2.000 Euro, das geht schon irgendwie so hin, das reicht immer. Und dann sagt er, ja gut, dann lass uns doch mal nachgucken. Und dann schaut man nach und dann sagt, ah Mist, den ADAC-Beitrag habe ich ganz vergessen. Und oh, ich habe ja noch ein Fitnessstudio laufen. Und das Abo, brauche ich das überhaupt? Nee, stimmt, ah, Mist, das muss ich ja mal abmelden. So fängt es dann an und auf einmal haben wir 200, 300 Euro mehr Kosten, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, also das ist ein Fehler, weil durch diese Ausgaben, das ist ja die Basis auch unter anderem für meine Wirtschaftlichkeitsberechnung, für mein Honorar, Tagessatz, Stundensatz, für das, was ich verdienen muss. Und wenn ich da zu weit unten drunter liege, was passiert dann? Dann habe ich eine falsche Kalkulation mit einem zu niedrigen Preis, habe aber trotzdem versteckte Ausgaben und dann geht sich das nicht ganz so auf. Fehler Nummer zwei. Die verkaufbare Arbeitszeit wird gerade von jungen Berufsanfängern sehr stark unterschätzt, auch von Älteren, weil die machen dann immer folgende Rechnung auf und sagen, also ich habe bisher in der Festanstellung, ja, da habe ich irgendwie 4.000 brutto, habe ich jetzt im Angebot. Und wenn ich jetzt aber sehe, oh, 300 Euro am Tag, das sind ja, wenn ich jeden Tag arbeite, 20 Tage im Monat, das sind ja 6.000 Euro, boah, das ist ja mehr als in meiner Festanstellung. Nominal gesehen ist es richtig, 6.000 Euro ist mehr als 4.000 Euro, ja. Aber wenn man es richtig unterm Strich netto mal vergleicht und das richtig umrechnet und richtig ins Verhältnis setzt, also wer das machen will, wir haben ja ein Seminar dafür gemacht, es gibt ein Online-Seminar, es gibt Arbeitsmaterialien dazu, Freelancer-Tagessatz-Rechner, da ist das alles extra deswegen gemacht worden, damit man mal lernt, wie man so aus einer Festanstellung rechnen muss, damit man nachher weiß, ob das selbstständige Honorar überhaupt dem entspricht, ob ich gleich viel verdiene, weil viele sagen ja immer, ich mache mich selbstständig, weil ich frei sein will, weil ich unabhängig sein will, weil ich keinen Urlaub eintragen möchte, also Urlaubsantrag machen möchte, ich will machen können, was ich will entscheiden, was ich für Aufträge annehme und dann möchte ich natürlich auch mehr verdienen. Also die meisten wollen erstmal mehr verdienen, weil sie tragen ja als selbstständig ein höheres Risiko. Und das muss irgendwie abgefedert werden. Also machen Sie die Rechnung und sagen, ja, 20 Tage im Monat, oh, 300 Euro mal 12 sind wir bei 72.000 Euro. Das ist super, das ist mehr als mein Bruttogehalt von 50.000 Euro im Jahr. Mache ich. Ja, aber der erfahrene Selbstständige, der schon etwas älter ist, der merkt, dass er irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Da ist irgendwie die Rechnung anders als das, was man am Anfang gemacht hat. Und wenn man danach rechnet, dann stellt man fest, dass teilweise gewisse Tageshonorare und Stundenhonorare weniger unterm Strich sind als in einer Festanstellung. Das liegt hauptsächlich an den vorhin genannten Arbeitgeberanteilen, weil die sehen wir da nicht. Die kommen obendrauf. Der Chef sieht die von mir. Ich koste den mehr als was auf meinem Lohnzettel steht. Und die muss ich mit draufrechnen. Dann muss ich die Risikoauslastung mit reinrechnen. Und. Da sind, wie gesagt, wahnsinnig viele Zusätze noch dabei. Die kann man auch lernen. Das ist auch gar nicht so schwer. Ja, das kann man an 2, 3 Wochenenden sich mal in Ruhe zu Gemüte führen. Und dann kann man auch ganz schnell erkennen, ob ein Honorar wirtschaftlich ist. Also für meine Situation passt es zu meinem Leben.
Kann ich damit mehr Einnahmen erzeugen, als ich Ausgaben habe? Das ist immer die zentrale Aussage. Ich brauche als Selbstständiger immer mehr Einnahmen, als ich Ausgaben habe, sonst habe ich einen negativen Cashflow. Auch ein Wort aus der Betriebswirtschaft heißt, ich verliere Geld. Ja? Und wenn es so vor sich hingeht und negativer Cashflow ist, dann ist halt irgendwann mal der Boden und dann ist halt vorbei. Wir haben auch bei dem Seminar, den wir zum Beispiel bei diesen Live-Seminaren haben wir ab und zu auch schon Fälle gehabt. Da kann man ganz genau ausrechnen. Da kann man sagen, okay, also mit der Situation, da kann man ganz genau ausrechnen, wie viele Jahre sich dieser Mensch seine Selbstständigkeit noch leisten kann, bevor er schließen muss, bevor er sein Pizzageschäft zumachen muss, weil es halt nicht mehr geht. Und dann sagen viele ja, oh Mann, verdammt, wieso geht es denn bei mir? Ich arbeite jetzt schon 20 Jahre und ich bin ja nicht tot. Ich lebe immer noch. Ja, das stimmt. Wenn man die Rente weglässt, ja, Selbstständige brauchen wir nicht, machen wir später. Wenn man auf günstigere Versicherungen zurückgreift, wenn man weniger Lebenshaltungskosten hat, wenn, dann kann man das alles irgendwie schulden und das funktioniert ganz gut. Und die Quittung kommt dann irgendwann zum Schluss, weil man ja dann feststellt, Mist, verdammt, ich habe ja gar keine Rücklagen angehäuft. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich 60, jetzt gehen die Aufträge zurück. So, aber klar, das ist so ein bisschen wie so eine Insolvenzverschleppung auf Zeit. Ja, also man merkt es noch nicht, und dann irgendwann macht es zack und dann ist Zahltag. Ja. Aber da schauen wir uns nachher nochmal an. Es gibt ja noch einen dritten Teil, wo wir diesen Teil ganz genau beleuchten. Und jetzt zeige ich euch noch den dritten Fehler, der auch immer wieder stattfindet, damit die Leute ihre Preise kalkulieren können. Nämlich die Einkommensteuer wird bei vielen nicht eingepreist. Ist ja auch klar, ich weiß erst am Ende des Jahres, ja, wie viel Geld ich verdient habe und dann wird die Steuer bemessen. Ich weiß doch jetzt noch nicht, wie viel Steuer ich mal zahlen muss. Wie soll ich denn das einpreisen? Ja. Und genau da ist der Haken, wenn ich die Steuer nicht einpreise. Gerade ein Tipp für euch junge Berufsanfänger. Die ersten 3 Jahre zeigen, ob ihr es überlebt oder nicht. Weil im ersten Jahr müsst ihr keine Steuer zahlen. Da wird erstmal geschaut. Im zweiten Jahr habt ihr Zeit bis zum Ende vom zweiten Jahr, um die Steuererklärung abzugeben. Dann habt ihr 2 Jahre keine Steuern gezahlt. Dann kommt das dritte Jahr, da müsst ihr dann die Steuererklärung abgeben. Und dann sagt das Finanzamt, okay, jetzt schauen wir mal. Also erstes Jahr war so, zweites Jahr war so, die Steuer bemisst sich so. Und weil wir jetzt ins dritte Jahr gehen, sagen wir, das dritte Jahr wird auch so laufen. Also wollen wir die Steuer jetzt haben vom ersten, vom zweiten und eigentlich von dem dritten Jahr jetzt gleich dazu. Und am liebsten noch für eine Vorauszahlung für nächstes Jahr, weil da wird es ja ähnlich laufen. So, und jetzt rechnet mal aus, wer von euch hat nach 3 Jahren einen Betrag in einer 5-stelligen Höhe einfach mal so parat rumliegen? Ich sage jetzt mal so 20, 30, 40.000 Euro über 3 Jahre. Ja, das ist auch völlig okay, weil normalerweise wäre das Geld ja da. Ja, eine Steuerberaterin von mir hat mal gesagt, wieso, das Geld muss doch da sein, Sie haben es doch verdient. Sag ich, stimmt, ich habe es eigentlich verdient. Wo ist es denn? Ja, also. Punkt ist, wenn ich die Einkommensteuer nicht einpreise und schon vorher damit rechne, dass es ungefähr so viel Steuer zu zahlen wird, dann bin ich natürlich zu niedrig. Und wenn ich diese 3 Fehler nicht mache, könnt ihr euch gerne hier mit dem Handy fotografieren. Wenn ihr die vermeidet, dann habt ihr schon viele böse Überraschungen am Jahresende umgangen. Gibt es dazu Fragen? Wer noch fotografieren will jetzt, ansonsten geht's weiter. Kommen wir zum letzten Thema. Also, die Auswirkung von zu niedrig kalkulierten Honoraren, also die durch so drei Fehler entstanden sind. Wie wirkt sich denn das auf meine ganze berufliche Zukunft aus? Also, was heißt es jetzt für meine komplette Selbstständigkeit bis zur Rente?